Hallo. Mein Name ist Julian und ich bin bei der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen aktiv. Danke. Brigitte Obermeier, die Hüterin und treibende Kraft des Münchner Friedensbündnisses, hat mich gebeten, ein paar Worte über die Atomkriegsgefahr zu sagen, die vom Ukraine-Krieg ausgeht. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Wenn man auf Englisch ausdrücken möchte, dass ein Thema einfach zu verstehen ist, gibt es das Sprichwort "It's not rocket science" oder auf Deutsch "Es ist keine Raketenwissenschaft". Aber in diesem Fall ist es eben doch Raketenwissenschaft und ich bin kein Raketenwissenschaftler und die meisten von euch sind wahrscheinlich auch keine Raketenwissenschaftlerinnen. Während ich über die Atomkriegsgefahr spreche, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, behaltet bitte diese Laienperspektive im Blick. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Um es kurz zu sagen, der Ukraine-Krieg ist ein Brennpunkt für die Instabilität und zunehmende Destabilisierung des atomaren sogenannten Gleichgewichts des Schreckens. Damit will ich sagen, dass es so etwas wie ein stabiles Gleichgewicht des Schreckens nie gegeben hat und nie geben wird. Und dass dieses ohnehin instabile System seit einigen Jahren zunehmend aktiv destabilisiert wird. Allen voran auch von unseren Verbündeten, von uns. Und dass der Ukraine-Krieg diese Destabilisierung noch weiter vorantreibt. Die Illusion des Gleichgewichts des Schreckens beruht auf der Annahme, dass jeder Atomwaffenangriff, der einen Atom macht, vergolten wird durch einen Atomwaffenangriff, der anderen Atom macht. Mutually assured destruction, die gegenseitig zugesicherte Zerstörung. Nur, dass in einer Welt der menschlichen und technischen Fehlbarkeit und des technologischen Fortschritts die Fähigkeit zum Zweitschlag nie abgesichert ist. Für Militärs und politische Entscheidungsträgerinnen ist deshalb der Enthauptungsschlag, also ein entwaffnender Erstschlag mit Nuklearwaffen, Traum und Albtraum zugleich. Trotzdem arbeiten sie daran. Dieses Gleichgewicht, das eben keines ist, wurde lange Zeit durch internationale Verträge aufrechterhalten, die die Weiterentwicklung atomarer Angriffs- und Verteidigungstechnologien zumindest eingehegt haben. Diese Verträge wurden aber nach und nach aufgekündigt. Der ABM-Vertrag durch George W. Bush, der INF-Vertrag durch Donald Trump, der New START-Vertrag ausgesetzt durch Wladimir Putin. Das Gleichgewicht des Schreckens wird immer schwindelerregender. Und in dieser Situation überfällt Russland die Ukraine. Ich möchte ein paar der besorgniserregenden Entwicklungen seit Beginn des Ukraine-Kriegs nennen. Da ist die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus, die zumindest angekündigt und wahrscheinlich auch vollzogen wurde. Da war vor kurzem der ukrainische Drohnenangriff auf ein russisches Atomraketenfrühwarnsystem. Seit 2020 erachtet Russland solche Angriffe übrigens als Grund für einen atomaren Vergeltungsschlag. Wir können froh sein, dass das nicht passiert ist. Da waren die Angriffe auf das größte Atomkraftwerk in Europa, in Zaporizhia, die übrigens auch dieses Jahr noch andauern, obwohl darüber nicht mehr berichtet wird. Oder kaum noch. Da waren wiederholte russische Atomwaffendrohungen und die Warnung vor dem Einsatz von Dirty Bombs in der Ukraine. Und da war die voranschreitende Modernisierung der Atomwaffenarsenale von Russland und NATO sowie militärische Großmanöver. Und vor kurzem die Ankündigung der Stationierung neuer atomwaffenfähiger Mittelstreckenraketen und konventioneller Hyperschallraketen in Deutschland. All diese Entwicklungen bringen neue Unsicherheit ein in das unmögliche Kalkül des Gleichgewichts des Schreckens. Die Gefahr ist kaum in Worte zu fassen. 90 Sekunden bis Mitternacht, sagt die Doomsday Clock. Wenn wir aber die Gefahr des Atomkriegs ernst nehmen, müssen wir uns fragen, was das mit uns zu tun hat. Klar, wir können die atomare Abrüstung fordern, aber wie und wem gegenüber? Wir sind in Deutschland, wir haben keinen direkten Einfluss auf politische Entscheidungsträgerinnen in Russland, der Ukraine oder den USA. Wir können höchstens hoffen, Einfluss auf unsere eigenen Entscheidungsträgerinnen ausüben zu können. Deutschland ist zwar selbst keine Atommacht, aber ich möchte behaupten, dass Deutschland trotzdem in einer einzigartig geeigneten Position ist, um auf atomare Abrüstung hinzuwirken. Und zwar mindestens aus den folgenden Gründen.
Deutschland hat eine Geschichte der Entspannungspolitik mit der Sowjetunion und der Diplomatie mit Russland, mit den Minsker Abkommen, sogar auch im Ukraine-Krieg, zumindest vor dem Überfall am 24. Februar 2022. Deutschland ist weiterhin einer der wichtigsten Verbündeten der USA in Europa. Und in Deutschland lagern im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO ca. 15 US-Atombomben, die zwar im System der atomaren Abschreckung großteils bedeutungslos sind, die man also abschaffen könnte, ohne das nuklearstrategische Kalkül Russlands oder der USA weiter zu destabilisieren. Das heißt also, die Beseitigung der US-Atombomben aus Deutschland und die Verweigerung der Stationierung atomwaffenfähiger Mittelstreckenraketen hätte eine rein symbolische Wirkung. Aber was für ein mächtiges Symbol das wäre, in alle Richtungen. Ein Symbol der Hoffnung im Angesicht des Grauens, sowohl des alltäglichen Grauens im Ukraine-Krieg, als auch des abstrakten Grauens der atomaren Vernichtung der Menschheit. Ein Symbol der Menschen in Deutschland an die Menschen in anderen Staaten, deren Herrschende sie dazu zwingen, unter dem Schrecken der atomaren Vernichtung zu leben. Denn wenn die Atombomben aus Deutschland verbannt werden, dann wird das nur durch Druck der Bevölkerung und gegen den Widerstand der Politik geschehen. Jahrzehntelang gab es Umfragen, in denen überwältigende Mehrheiten der Befragten sich für den Abzug der US-Atombomben aus Deutschland aussprachen. Im Jahr 2016 waren es beispielsweise 85%. Und unsere politischen Entscheidungsträgerinnen haben nie gehandelt. Selbst als Union und FDP den Abzug der Atombomben 2009 in ihren Koalitionsvertrag aufnahmen, was ist passiert? Nichts. Und selbst wenn Parteien wie die Grünen in die Regierung kommen, die mit Sprüchen werben wie eine Stationierung neuer Mittelstreckenraketen auf dem europäischen Kontinent lehnen wir ab oder wir wollen ein Deutschland frei von Atomwaffen, was passiert? Das Gegenteil. Mit der Politik wird es also nun nicht gehen, sondern nur gegen ihren Widerstand. Das ist keine neue Erkenntnis. Helmut Michael Vogel, der ehemalige Bundesvorsitzende der DFGVK, hat sie vor 50 Jahren schon formuliert. Ich möchte ihn kurz zitieren. Abrüstung muss durchgesetzt werden. Im politischen Kampf von der Mehrheit gegen den hartnäckigen Widerstand der Minderheit des Militär-Industrie-Komplexes erzwungen werden. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie muss eine Öffentlichkeitsarbeit beschaffen sein? Welche Elemente muss sie enthalten und von welchen Voraussetzungen muss sie ausgehen, um die große Zahl zu mobilisieren? Ich denke, das ist immer noch die entscheidende Frage. Und deshalb habe ich zu Beginn festgestellt, dass ich ein Laie bin und dass viele von euch wahrscheinlich auch Laien sind, wenn es um das Thema Atomwaffen geht. Weil es die Laien sind und die gewöhnlichen, langweiligen, normalen Menschen, die wir überzeugen müssen, die Abrüstung durchzusetzen. Hier und in den USA und in Russland überall. Nur dann können wir überhaupt hoffen, sicher zu sein vor der Bedrohung des Atomkriegs, die immer da ist. Und besonders in Zeiten des Krieges, wie jetzt gerade in der Ukraine. Nur dann wird es nie wieder ein Hiroshima oder ein Nagasaki geben. Vielen Dank.